So, eine herrliche Aussicht und gleich geht's runter zum nächsten Interviewpartner, der Frau Gisela Bertram. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Frau Bertram, vielen herzlichen Dank, dass ich Sie hier bei Ihnen zu Hause in dem schönen Wohnzimmer besuchen darf. Ich danke Ihnen, dass ich Sie fragen darf, wie das so mit Ihrer ganz speziellen Rente ist. Und ja, da würde ich aber zuallererst mal anfangen. Ich weiß, ich darf Sie fragen, wie alt Sie sind. Ich bin 72 Jahre alt, werde in diesem Jahr 73 im Oktober. Alle Achtung, dann würde man ja jetzt im Normalfall sagen, ja, dann ist die Dame ja schon eine ganze Weile in Rente. Jetzt wollen wir über diese Geschichte mal ein bisschen sprechen. Aufgefallen sind Sie mir, also auch absolut im Gedächtnis geblieben, als Sie mal so eine kurze Ansprache gehalten haben und dann gesagt haben, dass Sie durch eine Krankheit quasi Ihren Weg anders haben verlaufen lassen. Erzählen Sie mir doch mal. Ja, ich war also vor 10 Jahren sehr schwer krank, hatte eine totale Niereninsuffizienz mit Sepsis und allen möglichen anderen Dingen, die mich total ausgebremst haben über mehrere Monate. Und am Anfang war es auch mehr als unsicher, ob ich die Sache überhaupt überleben würde. Auf jeden Fall war ich schwer krank. Haben dann nachher noch eine Lungensache dazu. Also ich war allein stationär, fast ein Vierteljahr beschäftigt, bis ich dann überhaupt wieder mal nach Hause durfte und konnte beginnen, mein Leben wieder zu leben. In dieser Zeit, fast ein Dreivierteljahr, war ich also nicht in der Schule. Ich konnte also meinen Beruf nicht ausüben. Darf ich da gerade mal einen kurzen Klinker machen? Nicht in der Schule, Beruf nicht ausüben. Was haben Sie gemacht? Ich war Schulleiterin einer Realschule Plus und war da schon ganz schön gefordert. Aber ich war also total aus dem Verkehr gezogen, konnte also überhaupt gar keine Aktivitäten außerhalb des Hauses wahrnehmen. Habe auch meine kommunalpolitischen Ämter ruhen lassen. Also ich habe mich nicht abgemeldet, aber ich bin ganz einfach weder zu Sitzungen gegangen, noch habe ich Termine wahrgenommen. Ich war ganz einfach krank. So. Und dann kommen einem ja schon so Überlegungen, wie geht das denn mal weiter mit dir und wie wirst du überhaupt dein weiteres Leben führen können? Privat war das nicht die große Frage, aber beruflich und in Bezug auf meine ehrenamtlichen Sachen habe ich mir da schon meine Gedanken gemacht. Ja, ja, und Sie waren ja, also als Schulleiterin könnte ich mir vorstellen, dass das ein 40-plus-Stunden-Wochenvolumen hat und dann noch in der Politik. Sie sind schon sehr lange in der Politik tätig? Ja, ich bin 1979 zum ersten Mal in Nivern in den Gemeinderat gewählt worden. Diesem Gemeinderat habe ich dann auch 43 Jahre angehört, kam dann 1984 in den Kreistag und 1994 bin ich dann auch noch in den Verbandsgemeinderat gewählt worden. In Nivern im Gemeinderat war ich Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion, im Verbandsgemeinderat auch, im Kreistag war ich dann erstmal normales Mitglied, habe dann meine Lieblingsausschüsse gehabt, Schulträgerausschuss, Jugendhilfeausschuss und so. Bin aber dann zur Beigeordneten gewählt worden, 2002 erstmal Zweite und dann 2006 oder 2007 zur ersten Kreisbeigeordneten gewählt worden. Und von da an war ich halt dann auch Vertreterin des Landrates, wenn er dann selbst nicht die Amtsgeschäfte führen konnte. Das heißt also, Kommunalpolitik habe ich eigentlich sehr intensiv gemacht und auch sehr gern und auch schon lange. Es gehörte eigentlich schon sehr stark zu meinem Leben. Und wenn Sie jetzt sagen, also 40 plus Wochenstunden für die Schule plus die Politik, Sie waren ja eigentlich ständig eingebunden und engagiert. Natürlich mit Freude und trotzdem ist es ja auch beanspruchend. Ja, das muss man natürlich sagen. Die Schule wickelte sich ja dann von morgens bis in den Nachmittag hinein ab. Wir waren auch Ganztagsschule. Ja, und dann um 17 Uhr hatte ich dann oft die erste Sitzung. Dann habe ich so eine kurze Stippvisite zu Hause gemacht und habe mal geguckt, dass dann jeder was zu essen hatte. Und dann bin ich dann halt zu meinen Sitzungen. Das waren auch so 2 Tage bestimmt in der Woche, wo ich solche Termine hatte. Abende dann in Nivern im Gemeinderat, dann haben wir später angefangen, 19.30 Uhr, das heißt also, ich war schon lebendig. Man hatte ja auch Ausschusssitzungen und dann später als Beigeordnete hatte ich dann natürlich auch am Tag Termine, da musste ich schon gucken, wie bringe ich das alles unter einen Hut. Hatte dann auch längere Vertretungen, wenn der Landrat in Urlaub war oder so, also das war dann schon anspruchsvoll, ja. Und Sie haben nach dieser langen Krankheit oder nach dieser langen Phase, wo Sie sich auch ganz langsam erst erholt haben, dann die Überlegung gemacht, wie gehe ich weiter? Ja, es war eigentlich eher Zufall, dass ich da wirklich ganz
ernsthaft überlegt habe, welche Phase ich mir, welche Form des Lebens ich noch haben wollte nach meiner Pensionierung. Das kam eigentlich dadurch, dass der Landrat Günter Kern mich irgendwann angerufen hat und hat gesagt, bist immer noch krank, ja. Ja, und willst du nicht mal auf die Kreisverwaltung ein bisschen arbeiten kommen? Da habe ich gesagt, wieso denn? Er sagte, ich gehe als Staatssekretär nach Mainz, müsstest mich eigentlich vertreten. Und ich habe gesagt, oh, na gut, auf jeden Fall habe ich das dann auch gemacht. Bin dann wieder in die Schule und bin dann auf die Kreisverwaltung, habe den Günter Kern dann halt vertreten, 4 Monate lang. Das war schon eine lange Zeit, ja, bis dann ein neuer Landrat gewählt war. Ja, und dann habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Da habe ich also wirklich gemerkt, so alles kann ich nicht mehr machen. Also Schulleitung und die kommunalen Ehrenämter, beides mit Vollgasleben, wollte ich nicht mehr. Und dann kamen halt die Überlegungen, ja, was machst du denn nun? Gibst du deine Ehrenämter auf, wie viele das vielleicht auch gemacht hätten, oder hast du da andere Überlegungen? Und da habe ich mir wirklich gedacht, so, ich bin ein aktiver Mensch, ich habe auch gern Öffentlichkeit und habe gern einen gewissen Anspruch an mich auch, dann musst du aus dem Beruf rausgehen. Denn ich war damals fast 63, also im 63. Lebensjahr. Und dann hätte ich noch gut 2 Jahre danach gehabt als Schulleiterin. Und dann wäre ich ja sowieso in Pension gegangen. Und wenn ich dann meine ganzen Ehrenämter aufgegeben hätte, ja, dann wäre ich dann halt zu Hause gewesen. Und das war für mich nicht möglich von meiner Persönlichkeitsstruktur her. Ich war lieber gerne auch unter anderen Menschen mit Gleichgesinnten oder auch mit einem gewissen Reibungsanspruch, wenn man Meinungen durchsetzen will. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, gut, dann musst du halt aus dem Schuldienst gehen. Wie hat denn Ihr Umfeld, die Familie, die Kollegen, wie hat denn Ihr Umfeld auf Ihren Schritt reagiert? Ja, es war ja nicht nur so, dass ich jetzt gemerkt habe, dass das alles nicht mehr so klappt. Es hat ja funktioniert, diese Zeit, die ich da hatte, dieses knappe halbe Jahr. Mhm. Aber ich habe halt immer im Hinterkopf gehabt, ich war ja immer noch in ärztlicher Behandlung. Ich war ja längst nicht in jeder Weise gesundheitlich auf der sicheren Seite. Und da habe ich mir natürlich schon meine Gedanken gemacht, was passiert denn jetzt? Wenn du weiter in der Schule bleibst, wirst du zu einer Belastung fürs ganze Kollegium. Wenn du dann wieder krank wirst und längere Zeit nicht da sein wirst, behandelt werden musst. Das war eigentlich so meine Hauptüberlegung, dass ich gesagt habe, ich muss da aufhören. Oder ich muss wirklich das andere wegschaffen, damit ich mich nur noch auf eins konzentrieren kann. Ja, wie hat mein Umfeld reagiert? Eigentlich recht verständnisvoll. Mein Mann hat das am Anfang ein bisschen hinterfragt, ob das dann jetzt wirklich so sein muss oder ob man nicht vielleicht dann da die Ehrenämter und so weiter. Aber da habe ich mich glasklar positioniert. Und wer mich immer bestärkt hat darin, muss ich sagen, war meine Tochter. Die hat mich eigentlich in der Beziehung immer bewundert, dass ich das alles gemacht habe. Sie hatte auf der anderen Seite aber auch Angst um mich, dass ich dann nochmal so schwer krank sein könnte und sagte also, nein, du musst das haben, Mama, du musst schon auch Spaß an den Dingen haben über den 65., über das Lebensjahr hinaus, über das 65., mach das weiter so. Und nach Beratungen mit allen möglichen, aber ganz, ganz stark auch nach eigenen Überlegungen, ich habe das schon selbst entschieden, habe ich gesagt, so, jetzt schreibe ich den Brief, man möge mich doch in den Ruhestand versetzen. Habe ich schon auch gemacht. Mhm. Unterkürzung der Altersbezüge, muss ich also auch sagen. Euro, die man dann jeden Monat vielleicht nicht hat oder hat, die wägen ja nicht die Zufriedenheit auf, die man hat. Und das war mir immer persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich also nicht nur ein Leben zu Hause habe, sondern als Persönlichkeit auch ein Leben darüber hinaus. Ja. Und das habe ich mir auf diese Art und Weise erhalten können, ja. Es ist ja so, wenn man in Rente geht, wo ich ja schon merke während des Gesprächs, dass das bei Ihnen ja so engagiert, wie Sie ja auch jetzt noch sind, gar nicht die normale Rente ist. Aber immerhin war das vor der regulären Rentenzeit, immerhin war das mit Abschlägen, das Leben hat sich verändert. Wie war das Gefühl bei Ihnen? Ich habe mich eigentlich stark gefühlt, weil ich es geschafft habe, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin noch nie eigentlich vor Entscheidungen weggelaufen und ich habe immer so entschieden, dass es für mich die beste Entscheidung war. Das muss für andere Menschen ganz anders sein, kann es ganz anders sein, dass sie nach viel mehr Sicherheit sich richten oder ganz andere Sachen in den Vordergrund stellen. Für mich war es halt die eigene Zufriedenheit, die da eine große Rolle gespielt hat, allerdings auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Sicherheit, dass ich konnte diese Entscheidung treffen. Ja. Andere Menschen können sie vielleicht nicht treffen. Das muss ich also auch sagen. Ich habe nicht besonders darunter gelitten, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich musste sie aber so treffen, dass für mich in Ordnung war. Es ist auch nicht so leicht gewesen, wie ich das heute darstelle. Ich habe das schon sehr gut überlegt. Ich habe ein Leben gelebt, wenn ich morgens aus der Haustür rausgegangen bin, was den ganzen Tag eigentlich aus Schule bestand.
Und das einfach wegzulegen, geht auch nicht. Ich habe also vor allen Dingen im ersten Jahr die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr stark vermisst und auch die Schülerinnen und Schüler. Das war ein sehr kurzweiliger Tag. Man war ständig gefordert und man hat sich auch nicht nur geärgert, man hat auch sehr viel Freude gehabt daran. Es ist ja ein sehr schöner Beruf und das ist mir nicht leicht gefallen, einfach zu sagen, ich mache das nicht mehr. Und wenn ich in 10 Jahre hätte früher diese Entscheidung treffen müssen, weiß ich nicht, wie sie ausgegangen wäre. Das muss ich also auch sagen. Hier vor 2 Jahren vor Buffalo war das schon so auch möglich. Sie haben zwar jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, trotzdem, wenn Sie jetzt Menschen eine Empfehlung geben sollten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ob das krankheitsbedingt ist oder so, könnten Sie da in irgendeine Richtung eine Empfehlung geben, was Ihnen am Herzen liegt? Also in einem Gespräch würde ich versuchen, klarzumachen, dass jeder von sich selbst ausgehen muss, von seiner eigenen Situation ausgehen muss. Es gibt sehr viele Menschen, wenn ich jetzt von Frauen spreche, ich spreche jetzt mal von Frauen, die haben ein vollkommen anderes Leben gelebt als ich. Und die müssen dann auch von ganz anderen Entscheidungen, von ganz anderen Basisentscheidungen leben. Wenn man gerne zu Hause ist und sich freut, immer mit seiner Familie zusammen zu sein und Gartenarbeit lebt und Wandern lebt, ist das die eine Entscheidung. Bei mir war es anders. Ich habe immer schon in der Öffentlichkeit gestanden und wenn man ganz ehrlich ist, es ist auch irgendwo ein Honig, von dem man zehrt. Dann ist es auch irgendwo gewohnt, so dazustehen. Ich hätte mir also nicht vorstellen können, immer nur zu Hause zu sein. Aber das muss jeder vor dem Hintergrund seiner eigenen Zufriedenheit sehen, wie er das machen möchte. Ich kann nur raten, dass man die Entscheidung für sich selber trifft, dass man sie natürlich im Familienkreis auch mit dem Ehepartner besprechen muss. Aber letztendlich ist es die eigene Entscheidung und man darf sich die nicht überstülpen lassen. Da kann ich nur jedem den Mut raten, dass er sich das nicht abnehmen lässt. Denn man darf nicht fremdbestimmt sein, auch nicht, wenn man nicht mehr im Beruf ist. Es kann ja auch sein, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die mir nachher nicht mehr so gefällt. Dann muss ich auch den Mut haben zu sagen, oh, das war ein bisschen kurz gesprungen hier, ja. Ich mache da wieder etwas anders. Aber ich muss immer überlegen, dass es mein Leben ist, über das ich entscheide. Und das muss ich auch entsprechend dann durchziehen bis zum Schluss. Wenn auch der eine oder andere im Umfeld damit nicht so ganz einverstanden ist. Frau Bertram, welche besonderen Aufgaben oder Projekte schweben Ihnen, also Sie sind welche am Machen, das würde mich auch interessieren, was Ihnen ganz wichtig ist. Vielleicht ist aber auch noch was in Ihrem Hinterstübchen schwebt und auf jeden Fall noch angegangen werden soll. Also ein großes Betätigungsfeld jetzt kommunalpolitisch und auch persönlich ist für mich eigentlich die Intakthaltung unserer Gesundheitsversorgung hier im Kreis. Sowohl auf ambulantem Wege wie auch die stationäre Seite. Also da gibt es mit Sicherheit noch sehr viel Arbeit, die da zu tun ist. Und da will ich mir auch gerne meine Kraft einsetzen. Das andere ist wirklich meine Arbeit für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das ist ein großes Wort, was jeder im Moment gern im Munde führt. Aber das muss der gelebte Zusammenhalt sein. Das ist für mich die Arbeit mit den anderen Fraktionen in den Gremien, in denen ich arbeite, dass ich mit den demokratischen Fraktionen zusammenarbeite, auch mal zurückstecken kann und dem anderen die Möglichkeit geben muss, dass er sich selber artikuliert. Ich darf nicht andere belasten mit Arbeit, die ich gern selber eigentlich selber tun sollte. Ich muss jeden akzeptieren, ob das mein Nachbar ist oder den Menschen auf der Straße, das Kind in der Schule, den Kollegen oder auch denen in der Familie. Ich muss zuhören, das ist ganz, ganz wichtig. Denn ich denke, das ist in den letzten paar Jahren ganz schön verloren gegangen. Da sehe ich also für mich persönlich nochmal wirklich einen Anspruch dafür, mitzuarbeiten. Das nächste ist Engagement für Frieden und Freiheit. Wir haben jeden Montag hier unten an der katholischen Kirche eine kleine Demo. Die haben wir eigentlich begonnen unter dem Eindruck der Corona-Wanderer, die dann diese ganzen Corona-Dinge geleugnet haben und hier durch die Stadt gezogen sind. Und haben gesagt, wir müssen da mal ein Gegengewicht bilden. Haben wir auch gemacht. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und jetzt stehen wir seit fast 2 Jahren jeden Montag da unten, heute Abend wieder. Und ich denke, das kann man ausweiten, haben wir auch schon auf den Krieg im Nahen Osten. Und wir versuchen dort zu formulieren, welche Ängste da sind, aber auch den Menschen, die dabei uns stehen, ukrainische Flüchtlinge zum Beispiel, immer ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind. Und ich denke, das kann man dann fortführen auf die gesamte Gesellschaft, dass man den Leuten beisteht, die Hilfe brauchen. Das ist für mich schon ein hoher Anspruch. Und wer hier zu mir kommt und will einen Antrag ausgefüllt haben, dann wollen wir geholfen haben. Ich habe noch niemanden weggeschickt. Gibt es bei Ihnen denn überhaupt
ein Leben neben der Politik? Ja, und ob, das hatte ich ja schon immer. Ich bin schon immer ein sehr strukturierter Mensch gewesen, habe immer sehr viel Wert auf meine Familie gelegt. Ich bin vor 4 Jahren, habe ich mich von meinem Mann getrennt, seitdem lebe ich alleine. Aber ich habe immer noch die regsten Kontakte in Bezug auf meine Familie. Meine Schwiegereltern wohnten bei uns im Haus. Die waren Mittelpunkt meiner Sorge, solange bis sie im Haus gestorben sind. Das muss ich also auch mal sagen, war auch alles nicht einfach. Manchmal weiß man ja nicht, wie man das früher so alles geschafft hat. Meine Mutter ist im vorigen Jahr gestorben, ist auch von uns betreut worden, von meiner Schwester, meinem Bruder und von mir und dem gesamten Umfeld. Und wir halten zusammen in der Familie. Meine Tochter hat Familie, ich bin gerne mit denen allen zusammen. Habe auch ein kleines Privatleben, was ich sehr pflege und habe viele Interessen und mir viele Interessen. Ich gehe gerne zu Konzerten, vor allen Dingen gehe ich aber gerne zu Demos, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich seit meiner frühen Jugend nicht verlernt und dafür fahre ich dann auch schon mal 100 Kilometer oder mehr, um da bei einer Demo dabei zu sein, die mir am Herzen liegt. Da habe ich einen guten Kameraden, der das mit mir gemeinsam tut. Wir leben da auf einer Wellenlänge und ich bin ganz ehrlich, dieses Leben möchte ich auch gerne, solange es meine Gesundheit zulässt, noch so lange wie möglich führen. Ich fühle mich also wohl, das merken Sie vielleicht auch. Das also, merkt man absolut. Ich fühle mich wirklich wohl in meinem Leben. So, Frau Bertram, jetzt habe ich Ihnen aber hier noch mal was auf den Schoß gelegt, weil ich genau weiß, dass Sie noch was ganz toll machen. Ja, das war eigentlich schon immer meine Passion. Also ich habe eigentlich 2 große Hobbys, das Kochen und das Handarbeiten, muss ich also sagen. Und da habe ich auch immer Zeit für gefunden, schon immer sehr, sehr gern Gäste gehabt. Und das ist mittlerweile, ist seit der Corona-Zeit so ein bisschen vernachlässigt worden, aber ich denke, das wird auch wieder so kommen. Aber hier meine Liebe zu Handarbeiten habe ich eigentlich immer behalten. Ich habe also meine Tochter bestrickt und alle, die sich das haben gefallen lassen früher. Und mittlerweile bin ich bei den Socken angelangt. Habe ich früher immer gedacht, ich könnte das gar nicht, aber meine Familie bekommt jetzt also Socken von mir gestrickt und Sie sehen hier, die Produktion läuft rege. Zeigen Sie mal, das ist ja ganz schön schwer auch mit denen. Ja, das ist für meine Enkelin und hier kommt dann jetzt mein Enkel dran. Und hier die 2, meine Nichte hat gerade einen kleinen Jungen bekommen und der kriegt dann so kleine Strümpfe gestrickt. Toll. Ja, die sind dann für meinen Schwiegersohn und wir alle sind ganz scharf auf Socken und ich mache das auch gern. Das ist für mich ein Ausgleich. Ich sitze dann abends da und lasse den Tag Revue passieren und stricke da vor mich hin. Ja, also wie gesagt, ich lebe ein ganz normales Leben und ich habe auch Freizeit. Man mag es nicht glauben. Ja, doch, das hört sich jetzt doch wirklich sehr normal an. Frau Bertram, ich danke Ihnen wirklich von ganzem Herzen. Ich denke, das war mal eine ganz andere Rentnerin, die wir hier jetzt gehört haben. Und bleiben Sie, wie Sie sind und ganz viel Gesundheit und alles Gute. Dankeschön. Ja, bitteschön, gerne.